Welcome in vlog 5! Oh my god, it's already vlog 5. Thank you so much guys for your beautiful reactions on the last few vlogs. If you didn't see them, then go watch them. I am super excited because tonight we have Hauptprobe, tomorrow we have Generalprobe, and our interview with Mark. But my day starts, as you see, with an interview over the phone with a newspaper. So I'm gonna go to Mark's Garderobe and then we're gonna do an interview. It's gonna be a super exciting week. I'm gonna bring you everywhere because now I'm allowed to film with wig and costumes and Bühnenbild. Coming week are the previews and next week is the premiere. Guys, I have so much to show you, I have so much to tell you, and I'm gonna enjoy every second of it. Let's go! Wir sitzen schon zusammen. Hallo! Also Nienke ist vor allem, ich glaube, das hört man ja auch schon so im Interview raus, Nienke ist privat eben auch genauso wie im Interview. Sie ist irrsinnig positiv, sehr, sehr optimistisch und ja, neugierig schaut sie irgendwie auf alles. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme sie mir auch manchmal ein bisschen als Beispiel, dass ich mir denke, diese positive Einstellung zu allem, davon kann man sich viel abschneiden. Und das finde ich ganz, ganz besonders toll. Und das macht auch die Arbeit mit ihr so einfach und bringt so einen frischen Wind irgendwie. Danke, das ist für Sie. Now, als erstes, er ist eine sehr schöne Person, er ist super lieb und er hat mich schon von Anfang so ein gutes, wohles Gefühl gegeben. Aber er ist auch so professionell und da kann ich jeden Tag etwas von lernen. Und er so viele Erfahrungen hat, dass er genauest weiß, was er selbst braucht und was ich brauche in manchen Momenten. Und das, da fühle ich mich sehr safe, wie sagt man das? Ja, sehr sicher. Sehr sicher, ja. Oh. Weil jetzt ist hier gerade, ja bitte, kommt gerade jemand rein. Ah, guten Tag. Wir sind gerade im Interview. Künstlerischer Leiter möchte auch noch was dazu sagen. Wir kommen später zu dir, Robert, ja? Wir haben vanochtend al lekker gerepeteerd. We already rehearsed this morning. We had to fix some light things and tonight we have the first show, Hauptprobe, in the right time. 2 o'clock we're done and then we have like a few hours pause and then in the evening we start working again and then we do a show. Jongens, everybody, I'm sitting here with Dana. En Dana is zo lief, want die heeft net mijn hele kleedkamer, hoe noem je dat eigenlijk? Gereorganiseerd, zo. Gerestyled. Clarice-styled. Oh shit. jetzt warten wir, bis dass wir dran sind, weil wir morgen Pressevorführung haben auf die Bühne in Kostüme, in Perücke, mit alles drauf und dran. Alles drauf und dran. Endlich darf ich euch die berühmte Treppe zeigen. Wie schön ist das denn? Und das dreht. Das ist mein. Wait, my hair is a mess. Ah! Finally, it's time for the big reveal. I'm gonna go into the maske. I'm gonna put away all this locken und then we're gonna change to ich. 1, 2, 3. Ja! Ich bin ich. So, endlich mal dürft ihr meine Perücke sehen und meine Make-up und später meine Kostüme. Und die Fans denken vielleicht, braune Bobline, wow, okay, das ist anders, weil in das Originalstück hat die Rolle ich eine blonde Perücke, aber sie wollten ein bisschen näher meine eigene Haarfarbe bleiben. Und das verstehe ich total. Ich liebe es. Ich finde es so schön, dass es das so mit einer Rolle, dass du total wechselst in jemand anders. Und das mag ich so gern von Perücke, Kostüme und Bühnenbild und Musik und alles, das zusammenbringt das Publikum in eine ganz andere Welt. Okay, Leute, ich habe schon mein Trenchcoat an. Das ist für die erste Szene. Jetzt gehen wir los. Es ist 10 Minuten vor und wir machen für das erste Mal eine Show in richtige Zeit. Ich habe auch eine Uhr. Let's go!
Guten Morgen, es ist ein neuer Tag. Ich bin jetzt unter die Bühnen, weil ich habe hier einen Platz für mich, wo wir immer die Schnellumzüge machen. Und heute ist ein sehr spezieller Tag. Und dort ist Adinda schon. Guten Morgen. Wie geht's? Gut. Bist du fertig für heute, dass wir die Presse einen schönen Eindruck hinterlassen dürfen? Yes. Und jetzt ich ziehe mich um. Hilf mir durch die Nacht. Das ist ein super schönes weißes Schlafzimmerkleid, Unterwäsche eigentlich. Und dann fangen wir mit Hilf mir durch die Nacht an und danach, was haben wir dann? Rebecca 2. Mit Wilhelmine bis Strandgut. Zudem haben wir auch noch in die Presse vorführen einen Schnellumzug. Wie normalerweise eigentlich. Hilf mir durch die Nacht, gib auf mich Acht, lass mich nicht den Mut verlieren, zeig mir, was Liebe ist. Herzlich willkommen hier zu unserer Fotoprobe für Rebecca im Raimund Theater. Es ist ein ganz aufregender Morgen für uns. Hey everybody, so it's the next day. Yesterday I couldn't film anymore from the Pressevorführung and after that the interviews and stuff because my SD card was full. I am on my way to the theater for our first preview. Yesterday we had our Generalprobe for already some Mitarbeiter and Bekannten. So today it's gonna be for a sold audience. I'm so crazy excited what they will think about it. But first I woke up and was really happy because I saw that in the newspaper of Vienna there was like a big picture of Rebecca on the front. I'm gonna now go with the U-Bahn and apparently there are laying those books with an article in there and I'm super super curious, so I'm gonna show you right now. Oh my god, apparently it should lay here. That is not it. Here, it should lay here. Oh my god! Are you kidding? Are you kidding? Are you kidding? This is unreal. This feels so unreal. Okay, I'm gonna bring one to my mom and to my grandfather. Yes, there you go. Woohoo! Die 27-jährige Holländerin Nienke Ladde debütiert morgen als ich in Raimund Theater in ihr Volksmusical Rebecca. Jetzt angekommen beim Theater. Ich sehe schon, dass sie umbauen für morgen, weil heute Abend ist sie erst Preview. Aber oh, guck mal, wie schön ist das denn? Und an die andere Seite sind wir mit Rebecca. Und heute Abend ist die erste Preview, aber morgen haben wir offene Tür des Theaters. Okay, ich fühle schon die Spannung. Ich muss ein bisschen relaxen und atmen. Atmen ist eine gute Idee. Jetzt gehe ich in die Maske und dann später haben wir gesamtliche Warm-up. Wir sind jetzt im Ballettsaal und hier haben wir die gesamte... Marc ist auch hier. Jetzt singen wir ein bisschen warm und haben noch ein paar Minuten für die Show. Ich bin jetzt in der Pause und meine Bademantel an für den zweiten Akt, weil wir anfangen mit das Lied Das und Das und Das und dann gehen wir gleich rüber in Rebecca, Rebecca und das ist so schön, weil dann stehen wir auf das Balkon und dann haben wir Wind und dann gehen die Haare so und ach,
Favorite Moment. Guten Morgen, liebe Leute. Ich habe einen sehr schönen freien Morgen gehabt. Und ich sehe schon, da passiert so viel bei uns vorne auf das Theater. Weil heute ist der Tag, dass das Theater offen ist und dass da Auftritte sein von Anton Zetterum und Witzke von Tungere zum Beispiel. Und dann können Leute auch zu Sneak Preview kommen. Und wir haben das dreimal. Haben wir ein kurzes Sneak Preview und heute Abend haben wir wieder Previews. Die richtige ganze Show. Und ich schau mal vorbei, wie es hier aussieht. Vorne bei Sea. Oh, guck mal, hier draußen ist ein ganzes Auftritt. Hey! Goedemorgen! Oh, zu close! Oh nein, viel zu nah. Guck mal, da war Soundcheck. Ich muss leider gehen. Aber wie schön ist das Lied denn? Ich muss in Make-up und fertig machen für meine eigene Sneak Previews. Ah! Oh, das klingt so schön. Oh, das ist so schön. Leider kann ich nicht gucken. Vielleicht habe ich später noch mal Zeit, vorbeizuschauen. So funny, I just met Witzke. Und Witzke ist die Original-Ich. Sie hat hier gespielt. The Fans wissen es schon. Bin ich richtig? Ja. Und so schön, sie zu sehen und niederländisch zu reden. Und ich hoffe, dass ich sie... Anna, wie geht's? Alles gut? Und ich hoffe, dass ich sie später nochmal treffe. Und dann noch ein bisschen über alles zu quatschen. Jetzt gehe ich für einen Kaffee, weil ich noch ein bisschen wach worden muss. Und später muss ich in eine Maske gehen. Zweite oder dritte Preview? Nein, zweite Preview geschafft. Jetzt fertig. Es war unglaublich. Das Publikum war fantastisch. Sie haben auf alles gelacht, auf alles reagiert, auf alles geklatscht und I'm a little bit overwhelmed, to be honest. I feel really grateful and happy to be here and to do this beautiful show. And now it's really time. I'm also really tired. That's a good combination for laughing and crying in the same time, to be honest. My family will know exactly where I'm talking about. They know when I'm super tired and I'm on the edge of laughing and crying all the time. But it's because of happiness and it's because I'm tired. But it was an amazing week. We did so many things. We had the first week, the first audience inside. And now, tomorrow it's Sunday, I'm gonna be in the Badewanne the ganze Tag, in the bath. And I'm gonna do nothing, literally nothing, and erholen. I will be getting my energy back next week. It's 3 previews left for the premiere on Thursday. This is gonna be a week to never forget. Ich habe etwas in mein Ohr, ein Wattestäbchen von gestern. Es ist jetzt mein freier Tag. Aber jetzt mit Wasser ist es größer geworden. Und jetzt habe ich mal entschieden, ins Krankenhaus zu gehen, um das rauszunehmen und nicht zu warten bis morgen, weil Ohren sind super wichtig, natürlich für uns als Sänger. Hallo liebe Leute, as you can see, ein Moment, das ist natürlich ein bisschen komisch. As you can see, I'm in the theater. I was yesterday at the hospital, don't worry. It was only because my ear was plugged with stuff. In the hospital they couldn't do anything for me, that's a little bit shitty. But then this morning I went to a Oharzt, so to a doctor especially for ears. And then they took some things out of my ear. Let's say that, I don't want to make a gross story from this. But after they cleaned my ears, it was like a world of difference. I didn't even know that I was hearing less, that I should. And now everything feels so loud. I'm so happy, it's such an Erleichterung. I'm so
Opgelucht. Everything is now okay again. I'm really happy about that. Tonight we have the third preview. And tonight there are a lot of Mitarbeiter drin. There are a lot of eingeladen Leute und Familien und Freunde und so. Und auch viele Leute vom Glückner. Und deswegen extra Motivation, ein schönes Show zu spielen. Wie immer natürlich. Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich habe jetzt ein E-Mail bekommen, dass die Szenebilder hier seien. Und ich habe es jetzt hochgeladen. Oh, oh, oh. Ich gucke ein bisschen seriös. Warte mal. Und lustig. Weiter. Wow. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so aussieht auf die Bühne. Wie schön das Licht hier ist, oder? Ben und ich. Na, das ist doch toll. Wow, das sieht richtig gut aus. Oh, Wahnsinn. Oh, schön, wie die Treppe auch beleuchtet ist. Ich sehe das jetzt für die erste Mal, hä? Ich bin immer auf die Bühne so, ich habe gar keine Ahnung. Oh mein Gott. Das Bild. Okay, das werde ich posten für Premiere, denke ich. Jetzt ist es Zeit, mein Haus sauber zu machen, weil morgen Abend kommt meine Familie und few schlafen hier. Deswegen sauber machen, abräumen, putzen und Musik anhören. Miley Cyrus diesmal. Guten Morgen! Heute ist es Vorpremiere. Ich glaube, dann würde ein bisschen Presse kommen. Jetzt gehe ich mal schnell einkaufen machen, weil meine Familie kommt heute Abend und ich möchte so gern so ein paar schöne Sachen auf ihr Bett stellen. Oh, look what I bought. This is for Mauri, because this is my sister. She sleeps the first night next to me. So cute! And then in the other room, my brother and his girlfriend are sleeping. And then I got this. Welcome to Vienna! Unterwegs nach oben, nach dem Ballettsaal, weil wir gesamtliche Warm-up haben. Dann singen wir zusammen und haben wir noch ein paar Notes. Und dann geht's gleich los in 45 Minuten. Ist vorbei. Es war eine super Show. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr und mehr das Rhythmus von der Show bekomme. Jetzt bin ich auch noch total wach. Ich schlafe, denke ich, um eins oder so. I know that my family has arrived. I will surprise them on the street. So, lass es schicken. Shall I make them scared? Or not? I don't know. I don't want them to get a heart attack. Oh my god, I'm gonna scare them. I'm gonna scare them. Boo! Femi! Mommy! Daisy! The door is barricaded. Hello, brother. Toi, 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 yeah. Toi, meegenomen. Ons allemaal. Rebecca, toi, toi, toi. Nienke van ons allemaal. It's really happy. Oh my god, wat? Nee. Oh my god. Oh my god. Dat is zo lief. Wow. Oh my god. Oh, that is so guys. Oh my god, thanks mom. Thank everyone. Oh. Lunch with the family. And there they come. Look at them. Amazing. Welcome. Oh,
Yeah. Yeah. We're calling my grandfather. It's his birthday. Opie. Yeah, you would even. Zet je camera aan. Zet je camera. Ja. Lang zal je leven. Lang zal je leven. Ik ben een beest. Hoera. Zo, daar zijn we dan. Ja, daar zijn we dan. Hoe voel je je première vandaag? Ja, altijd spannend. Altijd spannend. En superleuk. Allemaal lieve mensen in de zaal. En ja, hier hebben we gewoon 2 maanden naartoe gewerkt. Ja, dus, zo gaaf dat die dag er eindelijk is. En we hebben nog even wat presentjes voor het Creative Team gehaald. Ja. Om ze te bedanken. En we gaan nu klaarmaken. Hè? Want ja. We hebben nog wat interviewtjes straks. Zeker. Ja. Dus toi toi! En we lopen nu voor het eerst bij de foto's. Oh ja, nou. Knapperd. How cute. Leuk. Oh wauw, Anna, kijk dan. Ja, gaaf joh. Heel cool. En daar sta je hoor. Daar staat ze. Dit is wel echt een van de tofste foto's, vind ik. Ja, kijk dan. Heel cool. Heel cool. Yes. Rijnmond Theater, toi toi toi, van de Betriebsraad. En hier, mijn eigen autogrammkarte. Wie schön ist das denn? Oh, mal sehen, was ist da drin denn hier? Was ist das? Ja, guck mal, Leute, wie schön ist das? Eine Tüte, auf Deutsch gesagt. Immer gut, das ist super. Feuer, Feuer, Mendeleje Flammen. Das ist doch lustig. Und das Fotobuch. Oh, die Qualität von dem Buch ist so schön. Oh wow! Und was ist das? Das ist der Besetzungsplan. Oh mein Gott! Mal sehen, mal sehen. Sind die Bilder da rein? Oh, das ist allein schon, oder? Das ist die Geschichte. Sehen Sie das? Ja, das sind wir! Wie lustig! Oh, ich dachte, das bin ich, aber sie wollten bei dir. Wow! Diese habe ich noch nie gesehen! Wie schön ist das? Oh wow! Ich wollte das Bild haben. Mark Seibert ist drin. Haben wir da Bilder oder so? Oh oh, alles fällt. Oh mein Gott, das ist von Abla. Wie süß ist das denn? Hier ein Emma Wasser, falls du Feuer fängst. Danke, Abla. So, the interviews are done. That is really nice. I just heard that we also have some interviews after the show. But we don't know yet if it is going to be in costume or in private Klamotten. Hallo, guten Tag. Jetzt gebe ich meine Kamera zu meiner Familie. Und bitte stoßen! Hey! Oh my God, who is he? Look! Oh my God, you look amazing! Thank you so much. How are you feeling tonight? Are you excited? What are you looking forward to? See your stage. Toy, toy, toy. Toy, toy, toy.
Oh my god, it's the day after the premiere. I'm already in makeup again. I had a beautiful day with my family outside. It was beautiful weather. There's still my premiere dress. I'm a little bit overwhelmed about yesterday because I got so many nice messages on Instagram, but also personally here in the theater and from people that I really respect. They came to me and they said so many nice words and that touches my heart. I'm still really on cloud nine and it's crazy that we now already have to play a show again. By the way, I want to show you this picture. Isn't that crazy? It's like Bridgerton 2.0. This was a toy from Clemens, really sweet. And oh, all is false. And now we're gonna enjoy and play this run and I'm gonna take you as much as possible with me. Oh my god, what a week. Guys, we're already at the end of this vlog. I am still on cloud nine. I'm still having butterflies in my stomach because this was a gorgeous week. This 2 weeks, this tryouts and this premiere, it couldn't have gone better, to be honest. And that is thanks to this amazing cast and crew and this theater and the VBV, everyone that is involved to make this production shine. I feel really appreciated. I feel also really thankful for all the people around me. I couldn't stop this vlog better than now. As you can see, I hang the toys from my mom. Thank you guys for watching. And of course, I'm gonna make another vlog. So make sure you subscribe and put those thumbs up because then you will be the first to know when the new vlog is coming out. I hope to see you soon, guys. Thank you so much.